Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. So, wir haben in der letzten Folge ein paar Sachen nachgeholt und Scheiße gebaut. Und um das wieder gerade zu rücken, gehen wir jetzt darüber. Ich würde gerne mal hier hingehen, also in der achten Welt und mal schauen, wie es jetzt hier aussieht. Und ob es früher... Ja, und dann... Dann ist die Frage, sah es früher wirklich so aus wie hier? So. Gott schütze dich. Das ist nur eine Wache. Gott schütze dich, Heinrich. Ja. Was war das denn? Ich warte einfach hier. Wir sehen mal, wie es sich um Mitternacht schlägt. Dann sehen wir weiter. Was ist das? Rum? Verpiss dich oder ich trete dir in den Arsch. Hey du, was wird das hier? Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Dann, hey, aus dem Weg. Was ist jetzt? Hey, wo ist deine Fackel? Du kannst hier im Dunkeln nicht einfach ohne Licht rumspazieren. Du! Hey, was stocherst du in dem... Das wird teuer. Du wirst lernen... Typisch für mich. Also gut, nur so... Mir blutet das... Misserfolg? Was ist hier los? Du hast dich vor dem... Gib mir die gestohlen... Wo zum Teufel bist du aufgewachsen? Gestohlen Ware? Nein, meine Würfel! Okay. Hätte speichern sollen. Wir hätten speichern sollen, verdammt. Dann halt alles wieder von vorne. Romantik pur, also. Für den ganzen Scheiß müssen wir uns so abrackern. So. Gestohlene Ware. Die hat sie wohl nicht mehr alle. Wir haben nichts gestohlen. Das war alles schon in unserem Besitz, als wir es gefunden haben. So. Geht bis Mitternacht. Gott segne dich, Heinrich. Ja, ja. So, komm. Noch ein Stück. Dann werden wir speichern, bevor wir da weitermachen. Denn ja, diese kleine Strecke des Hin- und Herlaufens will ich nicht jedes Mal machen müssen. Ich hoffe natürlich, dass wir es nicht mehr machen müssen. Strauchdiebs. So. Wir sind die Ruhe selbst.
Ist das eine helle Bade? Okay, soll bis zum Morgen warten. Gut. Und warum soll ich bis zum Morgen warten? So, 5 Uhr, das ist morgen. Oder? Tut der Redennächte hier. Warte bis morgen, bevor du... Schon wieder, aber was macht der? Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen länger warten. Gut. Und jetzt? Vielleicht. Warte, ist das jetzt morgen? Und wo? Wo ist der Hans jetzt? Auf dem Weg. Das ist nur der Gehilfe. Oh, das hat geklappt. Wow. So, ups, falsche Taste meine ich. Gut, dann auf geht's zu Herr Hans. So. So, nun denn, dann reiten wir geschwind. Heute ist kein Tag des Turniers, wie es scheint. Steig ab. Gut. Okay, der hat sich gerade umgezogen. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Auftrag ab. Ich habe Neuigkeiten bezüglich... Ich habe die Sachen überbracht. Ich weiß. Meine Spitzel waren emsig. Sie hat die Kette heute Morgen getragen, wie im Brief erbeten. Also wird es ein Rendezvous geben? Natürlich nicht. Ich will nicht über sie herfallen wie ein Wildschwein in der Brunftzeit. Ihre Gefühle müssen langsam heranreifen. Bis dahin besorgst du einen Trank. Ich dachte, du gibst nichts auf Hexengebräue. Pah, Hexengebräu. Das ist ein altbewährtes und erprobtes Elixier namens Duft der Unwiderstehlichkeit. Ein Kerl in Sasau bietet es feil und garantiert für seine Wirkung. Von mir aus gut, ich beschaff dir das Elixier. Duft der Unwiderstehlichkeit? Klingt verführerisch. Wohlan, ich beschaffe das Elixier. Ich verlasse mich auf dich. Hier hast du ein paar Groschen. Auf bald. Gut, dann ab nach Sasau. Yeah. Dabei wollte ich einfach beim Turnier mitmachen, diesen schwarzen Peter besiegen, warten, dass er versucht, mich zu töten. Ah, der. Und ihn dann im Gegenzug töten. Warum ist unsere Energie jetzt höher? Vorhin war sie nicht so hoch. Wir haben aber nichts getan. Nein, wir haben nichts getan, was die Energie hätte schonen sollen. Oder zurückentwickeln. So. Perfekt.
Also, und was... Das sind Quacksalber, verdammt. Der wird uns nichts geben oder nichts, was irgendetwas bewirkt, aber gut. Wenn unser Freund das will, dann kriegt er auch diesen scheiß Scharlatan. Schön, dich zu sehen. Mhm. Das geht jetzt? Okay, dann könnten wir das mal machen. Wie ich hörte, weißt du etwas über einen Trank, der unwiderstehlich macht. Ah, gewiss doch. Der Duft der Unwiderstehlichkeit. Nach einer uralten Rezeptur. Moses hat sie einst benutzt. Moses? Was glaubst du denn, wie er sein Volk dazu gebracht hat, ihm 40 lange Jahre durch die Wüste zu folgen? Ein äußerst wirksamer Trank. Oh, scheint fast so. Wie viel willst du für das Rezept? Für wen hältst du mich? Das Wissen unserer Ahnen verscherbelt man nicht einfach auf dem Marktplatz. Hat Jesus seine Wunder zu Geld gemacht? Aber sei's drum. Was hältst du hiervon? Zwei! Das ist nicht viel, das ist zu teuer. Zu teuer. Was? So viel? Halsabschneider! Wie heißt es so schön in der Bibel? Eine linde Antwort stillt den Zorn. Ich kann das Elixier für dich zusammenmischen, wenn du mir einen Gefallen tust. Diese Angelegenheit setzt Erfahrung und philosophische Kenntnisse voraus, wie sie nur wenige besitzen. Man kann nicht irgendjemanden damit betrauen. Deinen Lehrling aber schon, nicht wahr? Du hast es erfasst. Okay. Ich habe mich entschieden. Ich werde dein Lehrling. Wunderbar! Oh, du schöner Tag! Ich habe einen Nachfolger gefunden! Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Mhm. Oh. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Wie geht es dir, Heinrich? Ich bin kein Dieb. Nur damit das klar ist, ich werde nichts für dich stehlen. Wer hat was von Stehlen gesagt? Du sagtest, es geht um wertvolle Objekte. Ich vermute, man findet diese nicht gerade unter Steinen. Wertvoll für mich, weil ich ihre Macht und Stärke kenne. Gewöhnlichen Sterblichen bedeuten sie nichts. Oh, dann ist ja gut. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns des heiligen Prokops. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Okay. Wäre das nicht Schwindel? Zeig's mal hier. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Okay, und wie kriege ich seinen Zahn? Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Okay, und wäre das nicht Schwindel? Aber ist das nicht Betrug? Ja und nein. Verkaufe ich den Zahn als den des heiligen Prokop, ist das sicherlich Betrug. Verkaufe ich ihn jedoch als den Zahn Prokops von Sasau, sieht die Sache anders aus. Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träge sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Okay, gut. Gut, ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Okay, und die Richtfestbaum? Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Okay, den können wir selbst machen. Was soll ich in dem Baum... Okay.
dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Aha. Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Ja, super. Also gut, ich hole ihn. Und hier, woher kriege ich Glücksbringer eines Spielers? Dieser Talisman. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Und sollte das nicht eine Hasenpfote sein? Wie soll ich sie beschaffen? Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Mhm. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht. Aber du findest schon einen Weg. Okay. Wir werden sehen. Also gut, ich hole dir die Pfote. Gut. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Mein Knecht. Alles Gute. Ja. Okay, zuerst einmal hier aufsteigen und weiter geht's. So, was haben wir hier? Schafft die Katzenpfote. Das ist hier gleich um die Ecke. Dann machen wir das zuerst. Allmächtiger. Wer ist da? Nur ich. Hier. Spieler. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher der Glückspilz, von dem alle reden. Ja, das Glück ist mir in letzter Zeit hold. Aber das kann sich schneller ändern, als man denkt. Die Leute sagen, du hättest einen Glücksbringer. Ist das verboten? Nein, keineswegs. Ich finde es nur interessant. Warum? Lass uns darum spielen. So einen könnte ich auch gebrauchen. Wir sagen zuerst das hier. So einen könnte ich auch gebrauchen. Dann geh zum Schinder, der besorgt dir einen. Ich kaufe ihn dir ab. Ich kaufe ihn dir ab. Du willst meine Katzenpfote kaufen? Du machst Witze. Nein, ich will sie kaufen. Wie viel willst du dafür? Sagen wir mal so. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Na schön. Und jetzt? Komm schon. So. Sowas. Da hat sie mir noch mehr Glück gebracht, als ich dachte. Danke. Mach's gut. So, die Katzenpfote haben wir. So, wer ist der Nächste? Den will ich nicht. Den beschaffe den Zahn. Falsche Taste. Da bist du ja. Ja. So. Warte. Ah ja, genau hier. Also gut, gehen wir hin, reden mit Prokop. Ich finde das ein seltsamer Name, aber okay. Jedem das seine. Das wollte ich zwar nicht, aber gut. Das sollte ja gleich hier um die Ecke sein, also... direkt vor uns. Da ist er. Prokop. Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Ja, das sehen wir. Das sieht nicht gut aus. Was? Wovon redest du? Dein Zahn. Der tut sicher höllisch weh. Woher weißt du davon? Ich bin Arzt, ich habe gehört, wie du dich darüber beklagt hast, eine Stickerei anfangen. Hier. Als Mann der Medizin erkenne ich die Anzeichen eines kranken Zahns. Dein Gesicht ist aufgedunsen, du schwitzt
und wie du atmest. Alles ganz typisch. Du bist Arzt? Das sagte ich doch. Und wenn du meinen Rat willst, lass ihn ziehen. In der Stadt gibt es einen Schmied. Nein, nein, nein. Nie im Leben begebe ich mich in die Hände dieses Schlechters. Ich verstehe. Aber pass auf, ich kenne mich mit der Heilkunst aus. Ich könnte dich doch begleiten und dafür sorgen, dass alles gut geht. Das würdest du tun? Natürlich. Jesus. Natürlich. Ein erwachsener Mann braucht einen zum Händchen halten. Mach dir nichts draus. Jeder noch so starke Mann hat Angst vom Zähneziehen. Ich weiß, aber... Dann gehen wir und bringen es hinter uns. Okay. Könnten wir ihm stehlen und, Also ihn bestehlen und den Zahn stehlen sozusagen? Aber das wäre ein bisschen zu schräg, oder? Oder? Jesus, das ist sicher schmerzhaft, oder? Keine Sorge. Es tut etwas weh, aber dann wird es dir schnell besser gehen. Wenn du meinst. So. Wie weit müssen wir? Sie haben doch hier in der Nähe. Haben Sie eigentlich einen Schmied? Moment, gab es da eine Taste? War es die hier? Ja. Damit wir nicht immer nur zack, zack, zack. Damit wir angemessen mit ihm mitlaufen können. Nein, danke. Hätte man das nicht abkürzen können, dass eine Sequenz, dass man direkt beim Schmied ist? Oder dass er wenigstens irgendetwas Interessantes sagt auf dem Weg dorthin. Damit wir uns mit ihm unterhalten können. Sagen ganz ruhig, mein Freund, das wird schon. In 600 Jahren gibt es wunderbare Zahnärzte, die einen Zahn nicht mehr rausziehen müssen, sondern nur noch ein Loch reinmachen, dann alles schön sauber machen und dann reparieren. Gott sei mit dir, Heinrich. Dass sie dich sogar vorher betäuben. Und falls mal alle Zähne rausfallen, kriegst du sogar einen Gebiss. Ich weiß nicht, ist das nicht Zeitverschwendung? Es geht sicher von allein weg. Was? Das geht nicht weg, sondern wird nur schlimmer. Je schneller der heraus ist, desto besser. Ja, ja, du hast wohl recht. So, komm, mein Freund, wir müssen weiter. Und ich weiß, wie schmerzhaft Zahnschmerzen sind. Ich bin da sehr empfindlich, was das anbelangt. Sich irgendwo schneiden, kein Problem. Quetschungen und anderes Zeug, ja. Nervt ein bisschen, aber das war's schon. Zahnschmerzen? Nö. Das ist einfach zu viel. Aber gut. Der Schmied ist gleich hier vorne. So, mein Freund, wir haben's gleich. Ich kann das nicht. Es ist peinlich, aber ich bin ein Feigling. Ich schaff das nicht. Na, wir sind fast da. Sei ein Mann. Du hast recht. Gehen wir. Oh, als würde das so einfach gehen. In Ordnung. Dann mal los. Halt ihn gut fest. Alles klar. Na, guck mal. Erst raus. Ob er ihn als Erinnerung behalten will? Ich nehme ihn. Was? Na gut.
Prokops zu sein. Gut, dann hier. Und jetzt können wir uns wieder schnell bewegen. Und dann müssen wir hier hoch. So, perfekt. Auf geht's und rein da. Oder rauf da. Ja! Wie geht's dir, Heinrich? Gut. Ist er gerade runtergeplumpst? Geht's dir gut? Gehen wir zum Schmied. Vielleicht überwindest du dich diesmal. Gut, wir gehen. Wir haben es geschafft, also. Ja. Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht weißt. Ja. Wir haben es geschafft, das reicht. Pass auf, was du da treibst. Okay. Okay, manchmal ist die Steuerung seltsam. Gut, wir haben es gleich, wir sind gleich da. Ich frage jetzt nur noch, wie kommen wir da hoch? So, Moment. Okay, ist da hoch? Eine Leiter. Sehr gut. Nichts Wichtiges. Gut, im Moment ist alles in Ordnung. Wie viel weiter nach oben müssen wir? Ah, gleich da oben ist er. Ist das der Vorläufer des Tannenbaums? Nee, das war doch irgend so ein heidnischer Brauch. Der Tannenbaum. Ach, wieder nur das. Was will man eigentlich mit einer Schaufel hier oben? So. Okay, hier ist man ganz schön hoch. Am besten nicht runterfallen. So. Und wieder das gleiche. Nur sogar mit mehr Schaufeln. Ja, warum auch immer. Bevor wir das machen, wir haben ja irgendwo einen Trank. Handschrei, nee, hier. Schade, dass wir keinen Flugtrank haben. Ja, das sagte ich mir. Aber wie kommen wir darüber? Und was war das? Leiter benutzen will ich nicht. Wie wär's mit... Ist der runtergefallen? Das wollte ich nicht. Gut. So.
Ja. Gut, wenigstens haben wir irgendetwas gemacht und er ist direkt neben dem zerbrochenen Pfeil. Okay, wer braucht es schon? So. Gut, da wir das geschafft haben, geht's zurück nach Sasau. Zu unserem Lehrmeister. So. Manchmal ist das schwieriger, als man denkt. Und perfekt. Alles zum Scharlatan. Ja. Und ist das der Vogt? Ja, ist er aber nicht. Gott dich behüten, Heinrich. Auf der Suche nach uns. Gut, hier. Gott sei mit dir, edler Ritter. Hier. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Wunderbar. Na, was hast du für mich aufgetrieben? Den Zahn. Der Zahn des völlig unheiligen Laienbruders Prokop. Das mag jetzt stimmen, aber es kann sich noch ändern. Man weiß nie, was das Leben bringt. Ah. Mag sein, aber der war nicht leicht zu kriegen. Wenn hier jemand Wunder wirkt, dann ich. Nun übertreibe mal nicht. Gut. Eine Katzenpfote, bitte sehr. Sehr schön. Hoffen wir, sie bringt uns ebenfalls Glück. Und das hier? Der Zweig eines gesegneten Richtfestbaums. Ausgezeichnet. Wie hast du ihn erlangt? Ich habe ihn heruntergeschossen. Nehmt euch in Acht vor diesen 1000 Sasser. Naja, es gab keinen anderen Weg. Das wäre also erledigt. Zum nächsten Thema. Weiter zur nächsten Sache. Was ist mit meiner Belohnung? Ja, fragen wir das hier. Was ist mit einer Belohnung? Nicht so schnell, junger Mann. Es gibt da noch etwas. Es ist kompliziert und heikel. Was denn? Ein Tuch. Ein Tuch? Ein Tuch. Genauer gesagt, das Leichentuch eines kürzlich Verstorbenen. Was? Ich soll die Kleidung eines Toten stehlen? Christus, nein! Ich brauche das Leichentuch, in das die Leiche vor dem Begräbnis eingewickelt wird. Spielt es eine Rolle, von wem ich es nehme? Und ist es wichtig, von wem es stammt? Es muss jemand sein, der ein rechtschaffenes Leben geführt hat. Ich kenne da jemanden. Einen Mann namens Lokota, der kürzlich verstarb. Also gut, wo finde ich ihn? Lokota. Seine Familie wartet auf das Begräbnis. Momentan ist er in einer kleinen Kirche in Sasau aufgebahrt. Wer war dieser Lokota? Und wer war dieser Lokota? Ich weiß nur wenig, aber wenn man den Einheimischen glaubt, war er ehrbar. Hör dich ruhig ein wenig um. Okay, gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.